Seit Wochen erregt die belgische Kleinstadt Puurs ein globales Medieninteresse. Der Grund? Puurs beherbergt eine Reihe von Niederlassungen großer Pharmaunternehmen, darunter Labore des US-Branchenriesen Pfizer. Und hier in Puurs lässt Pfizer zusammen mit seinem deutschen Partner BioNTech seinen Anti-Covid-Impfstoff produzieren. Da steht es außer Frage, dass der Bürgermeister voller Stolz ist. For me, it's a priority to have sure relations. Es sei für ihn eine Priorität, mit Pfizer gute Beziehungen zu haben, sagt Koen van den Heuweck. So habe er stets ein offenes Ohr für Pfizers Anliegen, etwa als das Unternehmen eine Verbindungsstraße zwischen zwei Standorten gebraucht habe oder eine Genehmigung für Windturbinen. We gave licenses to install two wind turbines. So we know that Belgium is in a difficult situation. Belgien ist vom Coronavirus stark betroffen. Wie sieht die Situation in Puurs aus? But here in Puurs, how is the situation? I feel the proud of the inhabitants. Er fühle den Stolz der Bürger, zur Rettung der Welt beitragen zu können. Es gebe neue Zuversicht. Er hoffe, dass Puurs eines von 50 belgischen Impfungszentren werde, denn es sei wichtig, dass die Menschen nahe ihres Hauses geimpft werden könnten. Because for me it's very important that people can go near their home for a vaccine. Die EU bestellte bei Pfizer 200 Millionen Dosen. Die ersten Lieferungen gehen indes nach Großbritannien, wo die ersten Impfungen bereits diese Woche stattfinden. Viel debattiert wurde bereits die logistische Herausforderung, denn dieser Impfstoff muss bei minus 70 Grad Celsius transportiert werden. Dazu werden Spezialcontainer eingesetzt. Pfizer ist in Puurs strategisch platziert zwischen dem Brüsseler Flughafen Zaventem und dem Hafen von Antwerpen. Vor der Kamera wollte sich das Unternehmen nicht äußern, aber es beantwortete Fragen schriftlich. Demnach entwickelte Pfizer neue Verpackungs- und Lagerungstechniken, die die für die Impfungen erwarteten Distanzen berücksichtigen. Dabei würden satellitengestützte Thermalsensoren eingesetzt, die von einem Kontrollturm aus Ort und Temperatur einer jeden Impflieferung überwachten. Pfizer rechnet damit, bis zu 50 Millionen Dosen in diesem Jahr und rund 1,3 Milliarden im nächsten Jahr zu verteilen. Außerdem will das Unternehmen mit der Initiative COVAX zusammenarbeiten, die ärmeren Ländern den Zugang zu Impfstoffen ermöglichen will.